300 Spartaner kämpfen gegen eine Übermacht aus Persien und können sie bis zu einer List in Schach halten, so die Legende. Ganz real hingegen war gestern Abend der Widerstand der Star Bulls Rosenheim. Im dritten Spiel der Best-of-Seven-Halbfinalserie in der Eishockey-Bundesliga sind die Schwenninger Wild Wings auf das Rosenheimer Tor angestürmt, um am Ende als Verlierer vom Platz zu gehen. Mit 3:2 haben die Star Bulls in Schwenningen gewonnen und somit einen ganz wichtigen Auswärtssieg im dritten Spiel geholt. Zwar sind die Star Bulls glücklich durch Stefan Gottwald, den Kapitän, mit 1:0 in Führung gegangen, dann war aber alles nur noch Schwenningen. 2:1 stand es nach zwei Dritteln und die wilden Schwäne waren komplett am Drücker. Auch eine Frage der Kraft, fand Star Bulls Trainer Franz Stehr. Die haben die ganze Zeit während der Serie mit 4 Reihen gespielt. Da hat es den Anschein gehabt, dass auch mehr Dampf haben und wir haben Kleinigkeiten nicht so gut gemacht, speziell das zweite Tor. Bei Unterzahl fahren die 4-2, da wollte man mir ein Tor schießen, das war nicht gut. Gebracht hat es den Schwenningern allerdings nichts, denn die Star Bulls sind zäh. Aber manche Jungs sind anscheinend so fit und letztendlich gehen in die Playoffs oft so, da entscheidet der Wille. Der Wille, da ist Fleisch nicht mehr so willig, aber du musst dann beißen. Und das haben meine Jungs hervorragend gemacht und wir haben nicht so viele Chancen, wir haben teilweise schon noch gute Chancen gehabt. Wir haben einen überragenden Torwart im Tor. Und das hat uns letztendlich auch das Spiel gebracht und speziell auch die Moral von der Mannschaft. Und siehe da, aus haushoher Unterlegenheit wurde plötzlich ein Sieg, der ganz wichtig gewesen sein könnte. Denn jetzt gehen die Star Bulls mit einer 2:1-Führung in der Best-of-Seven-Serie ins nächste Heimspiel und das ist bereits morgen. Ein straffes Programm. Das ist jetzt das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen. Das ist nicht so einfach. Ja. Ich hoffe, dass wir es kräftemäßig durchstehen, aber wenn man geschaut hat, die haben mit 4 reingespielt und waren das letzte Drittel eigentlich platt. Da haben wir gespielt. Und das ist, stimmt mir schon zuversichtlich. Morgen also um 19.30 Uhr das dritte Spiel im Halbfinale Star Bulls gegen Schwenningen im Rosenheimer Katrainstadion, natürlich live zu hören bei uns. Aus Schwenningen, Stefan Mikert für Radio Charivari.